Die Power von YouTube, wie diese zu nutzen ist, das weiß Dr. Stefan Waller zu einem total wichtigen Thema, nämlich zum Thema Herz und Herzgesundheit. Hallo Stefan. Hallo Miriam, schön dich zu sehen. Du hast ja organisch wirklich schon sehr, sehr gut mit YouTube vorgelegt, hast einen großen YouTube-Kanal und hast jetzt auch ein E-Book geschrieben zu dem Thema Herzgesundheit, was dich umtreibt. Das stimmt. Warum hast du dich entschieden, okay, den Marathon, ne, dafür habe ich trainiert und der läuft, zu sagen, mit YouTube-Anzeigen will ich jetzt noch den Sprint einsetzen, sozusagen. Warum hast du gesagt, dass du neben dem organischen Aufbau auch noch YouTube-Anzeigen machen möchtest? Was war die Intention dahinter? Das ist eigentlich so ein bisschen die logische Konsequenz. Also bisher war es ja so, dass ich dieses, ich möchte fast sagen, Standardvorgehen gemacht habe, dass ich erstmal das Produkt wirklich entwickeln und verbessern will. Natürlich könnte man sagen, ich bin ja selber Kardiologe, ich kenne die Probleme aus den Sprechstunden. Dennoch ist es ja nochmal ein anderes Format. Und ich habe mir ganz bewusst dieses Herz-Coaching-Format selber gebastelt. Das gab es ja so vorher gar nicht, weil ich es eben leid war, dass man immer dieses Zeitkorsett, immer diesen Zeitdruck im Nacken hat und eigentlich nie wirklich die Zeit hat, den Patienten wirklich das mitzugeben, was man ihnen mitgeben will. Und jetzt habe ich eben mir über dieses Coaching, dieses Format geschaffen, wo ich mir die Zeit nehmen kann, die es eben braucht, um zu vermitteln, was wirklich notwendig ist für die Menschen, dass sie auch zufrieden damit sind am Ende des Tages. Und das habe ich eben gemacht, bisher 1:1, mit so einem 1:1 Online-Coaching, was auch super ist. Ich habe da wirklich eine ganze Menge toller Menschen kennengelernt, die teilweise auch zu Freunden richtig geworden sind. Wir haben den einen, der ganze Familie im Urlaub besucht und so weiter. Aber natürlich ist in diesem 1:1-Format, das kennst du selber, Miriam, wahrscheinlich, ist natürlich das Nadelöhr irgendwann die eigene Zeit. Also man kann ja natürlich, man hat natürlich 24 Stunden und ich möchte natürlich dieses Angebot einer breiteren ja, Zuhörerschaft zukommen lassen. Und natürlich ist dann der nächste Punkt, die nächste Stufe, eben das Ganze zu skalieren und zu automatisieren oder teilautomatisieren. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt eben, diesen Content, den ich bisher 1:1 vermittelt habe, eben in Videolektionen, so einen Videokurs quasi abgefilmt und dann gibt es eben die Gruppencalls, wie bei dir eben auch, und diese wunderschöne Community. Und da ist es natürlich jetzt wichtig, dass man eben auch dann an mehr Leads kommt, weil jetzt kann ich ja auch mehr Leads bedienen. Vorher hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil sozusagen die, die ich wirklich mit gutem Gewissen 1:1 bedienen konnte, mit entsprechender Qualität, habe ich jetzt 5 gleichzeitig, weil ich habe dann eben auch noch andere Sachen gemacht. Und von daher brauchte ich auch nicht so viele Leads, aber jetzt kann ich natürlich auch mehr Leads sozusagen mehr Menschen erreichen. Und da macht es einfach Sinn, eben auch ja, diese Möglichkeiten wirklich in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist das jetzt einfach der nächste logische Schritt für mich gewesen. Ja, du, was ich auch ganz spannend fand, du hast erlebt, was ich oft so nenne, ist die unsichtbare Rendite von YouTube. Und zwar, es hat dich so in die Sichtbarkeit gebracht, dass du unter anderem auch angefragt worden bist von anderen Medien. Das heißt, es war wie so ein, ja, wie so ein Welleneffekt. Was ist passiert? Magst du uns so ein bisschen davon erzählen? Ja, das ist ja das Schöne, dass man sozusagen bei YouTube sind die Videos ja da und die machen dann quasi Publicity für einen, ob man schläft oder nicht. Auch natürlich auch, also keiner, also ich zumindest, man versteht ja die Algorithmen nicht. Also mein aktuell am meisten geklicktes Video, das hat erstmal 1, 2 Jahre vor sich hin vegetiert und nichts gemacht und auf einmal ist dann relativ viral gegangen, von 1/2 Million Menschen angeschaut worden und jetzt macht es allein so die meisten Klicks und das ist natürlich Sachen, die dann immer für einen arbeiten und dann wird man natürlich auch wie so von anderen Menschen entdeckt in den Medien, Frühstücksfernsehen, Radio. Also das ist letzten Endes kostenfreies Marketing, was 24/7 für einen dann arbeitet, wenn man so will. Und das ist einfach natürlich super praktisch. Also es ist ja wie so oft am Anfang muss man unheimlich viel Arbeit reinstecken und hat dann diese Senke, wie ich so schön sage, weil natürlich diese Delayed Gratification, die trifft hier auch zu. Man arbeitet und denkt sich, was passiert da eigentlich? Und jetzt habe ich einfach so unheimlich viele Mitnahmeeffekte, auch bei der Videoproduktion zum Beispiel. Und am Anfang habe ich super viel Videos gemacht und musste natürlich alles komplett recherchieren. Und jetzt brauche ich die Krankheit nicht neu erfinden. Und wenn ich jetzt eine Anfrage kriege, okay, dann mache ich noch ein paar Aktualisierungen dazu, aber ich fange nicht mehr von einem weißen Blatt Papier an. Ich meine, das gibt es jetzt heute sowieso nicht mehr mit ChatGPT, dass man ein weißes Blatt Papier hat, aber sinngemäß, es ist immer so, am Anfang hat man mehr, muss man sozusagen mehr tun und am Ende kann man dann die Früchte ernten, die man in den Jahren zuvor, deswegen kann man nur jedem sagen, der am Anfang steht, es lohnt sich dran zu bleiben. Nicht wie ein Idiot, Wunderbar. man muss auch nicht immer wie eine Fliege gegen die Scheibe schieben, wenn es nicht läuft, muss man natürlich auch gucken. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir an die Nase fassen muss, so was diese Analytics angeht. Da müsste ich auch noch ein bisschen
ja, ein bisschen flexibler sein, da könnte ich mehr machen, aber das ist, glaube ich, total wichtig, dass man auch überprüft, ob das, was man macht, überhaupt einen Effekt bringt. Aber da hat man ja alle Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen und da ist man oftmals so ein bisschen erschlagen von den 5000 Graphen, die es da gibt. Aber dafür kann man dann ja auch Expertise wie von dir nutzen. Genau, es ist, du kannst, ich sag mal, kann sich auch ja in diesem Google-Anzeigen. CPV, CTR, Pipapo. Genau, aber mittlerweile hast du diese ganzen Zahlen ja drauf, wie noch eine. Ja, Also, ich bin dran. Drauf habe ich es noch nicht, aber ich bin dran. ich kann nur sagen, das E-Book von Stefan ist eben wirklich ein, gibt dir einen ganz komprimierten Überblick, wie du für deine Herzgesundheit jeden Tag was machen kannst. Und das Schönste ist, man kann es wirklich machen, muss nur dranbleiben. Wir verlinken das, Ja, wie es ist auch gesagt, in ziemlich unserem konkret. Es ist Blog. wirklich so ein 7-Punkte-Plan. Das war mir auch wichtig, dass es eben nicht so ein theoretisches Ding ist, sondern wirklich hands-on. Und ich habe ja auch mal, das ist so eine Lehre, weil wir gerade über Analytics gesprochen haben, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Deswegen habe ich dieses E-Book, das habe ich jetzt schon eine Weile auch fertiggestellt, habe das natürlich erstmal meinen ganzen bisherigen Coaches auch zum Lesen gegeben, um zu sehen, ob es auch denen gefällt. Und das war zum Glück der Fall. Aber die haben zum Teil sogar gesagt, Mann, Stefan, du bist verrückt, du kannst doch nicht umsonst, also kostenfrei, so viel Content hier einfach freigeben, aber da habe ich so ein bisschen dieses Go-Giver-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch kennst, The Go-Giver. Also erstmal geben, geben, geben und dann braucht man sich auch nicht zu sorgen, dann kommt schon was zurück. Und wenn wirklich viele Menschen profitieren und die einfach nur das Buch lesen, ich bin überzeugt, wenn man das Buch nur liest und umsetzt, hat man extrem viel schon gewonnen, ganz, ganz ehrlich. Natürlich ist es bei den meisten Menschen so, dass sie dann noch einen Schritt weitergehen sollten, weil sie es dann oftmals doch nicht schaffen, das Wissen in die Umsetzung zu bringen. Und da kann ich dann gern behilflich sein, aber wenn man es alleine umsetzt, ist es auch schon gut. Und der oder diejenigen, die dann eben noch ein bisschen Hilfe brauchen, die können dann eben gerne auch noch sich das über das Coaching informieren. Aber in jedem Fall, denke ich, hat man einen wahnsinnigen Benefit, wenn man das liest, weil ich habe da echt mein Herzblut und meine Erfahrungen und Kenntnisse der Kardiologie reingesteckt. Wunderbar, also absolute Leseempfehlung. Link ist hier unten drunter. Und Stefan, schön, dass du hier warst.